Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Vizibeast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode zusammen mit dem lieben Lemon Freak, der mich immer tötet. Ja, hallo und auch mit dem Silanz. Hallöchen, ja, also ich habe jetzt gerade im Wahn vergessen zu warten, bis der Chip fertig ist, weil ich gern weitermachen wollte. Wir haben jetzt eigentlich keine Zeit verstrichen, wir haben nur eben schnell einen Screenshot gemacht und das war's eigentlich. Und schon geht's weiter. Ja, genau. Wir brauchen immer noch Stahl, damit wir die Dings fertig machen können. Kann man das vielleicht irgendwie wieder zurückverwandeln? Nee. Ja, für den Machine Frame. Aber dafür brauchen wir den Rock Crusher. Dafür brauchen wir 36 Stahl. 5 haben wir. Nee, da sind nochmal. Ach nein, ich habe ja schon ein paar Platten. Aber ich glaube, man kriegt da. Genau, man kriegt es nicht wieder zurück. Verdammt. Gut, wir haben 5 Stahl von dem, was wir brauchen. Das ist, naja, leicht traurig. Dann würde ich jetzt mit der Baumfarm schon mal anfangen, den ganzen Kram zu bauen. Denn wir haben uns entschlossen, wir wollen von Forestry eine Farm bauen. Ergo brauchen wir Farmblöcke. Dafür brauchen wir Tin Electron Tubes. Haben wir sogar noch welche. Aber wir brauchen da definitiv noch mehr von. Ergo brauchen wir guten Satz Zinn. Einen guten Satz Redstone. Ein Connector und ein Kabel am besten. Ne, der blockiert da. So. Wie sieht's hier eigentlich aus? Ja, gut. Der läuft zu langsam, aber egal. Dein Ernst? Was ist da gerade explodiert, Mike? Ein Creeper. Ja. Ja, gut. Der kriegt jetzt keinen Strom mehr ab. Da der jetzt hier dauerhaft Strom verbraucht. Und ich hab einen Enderman gekillt. So, kriegst jetzt wieder Strom, ja. Und du kriegst auch ein bisschen was, aber hoffentlich nicht alles. Damit der noch genug hat. Ja, wir haben totalen Strommangel, also... Wenn es so weitergeht, würde ich nächstes Mal sogar eher noch eine Wassermühle, noch eine bauen. Na los, geht kaputt. Aber dafür brauchen wir halt Unmengen an Holz. So, ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon brauche. Mach einfach mal ein paar mehr. Jetzt kann das Ding auch wieder abgekappt werden. Jetzt kann da wieder eine Verbindung hin und es kann weiter gesiebt werden. Dann muss das Zeug raus. Ich weiß nicht, brauchen wir auch Kupfergears vielleicht irgendwo für? Ne, nur Zinngears ohne Ende. Ach verdammt, der muss doch noch aufbleiben. Weil ich brauche noch eine Electron Tube. Ach, ja, die will ich nicht unbedingt nutzen. Ich versuch's mal mit der Tin. Dann, wenn das Zeug irgendwann mal durch ist, brauchen wir nämlich auch Tin Gears. Und zwar brauchen wir 3 Stück, 4, 5 Stück und 6, 7, weil wir ein und. Nee, wir brauchen 7, doch, 7 Stück. 7 Stück, einer verbraucht 2 Ingots, oder? Oder nee, 4 Ingots. Ja, wo hab ich jetzt denn hier Zinn? Zinn, 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 Zinn. Da. Das wären jetzt 8 Stück. Ja, gut, passt. Na. Gut, dann kann das Zeug da jetzt rein. So. Du kannst wieder runter. Passt. Dann brauchen wir jede Menge Stone Bricks. Und ich glaube, wir haben keine mehr. Bitte lass uns doch welche haben. Nein, wir haben gar keine mehr. Verdammt. Ach, ist das mies. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch Steine wieder schmelzen. Ey. Diese Vorbereitung bei mir momentan.
Und an sich, wir könnten natürlich einfach Zeitraffer oder so machen, aber ich weiß nicht. Ich mache es auch so eigentlich ganz gerne mal zwischendurch. Ja. Diamant ist immer noch nicht rausgekommen, logischerweise. Eigentlich kann ich den Gravel, den wir hier haben, damit zwischenpacken. Kann ich vielleicht ein bisschen die Anlage optimieren. Wie man das so schön auf Deutsch sagt. Gut, der kriegt viel zu wenig Strom. Egal. Wir brauchen Stone Bricks, wir brauchen Zinngears haben wir. Wir brauchen eine Trapdoor. Dafür brauche ich wieder Holz. Was ich mal wieder nicht habe. Und Mike macht fleißig weiter Dirt und Oakwood. Passt. Na gut, das Rezept hat sich wenigstens nicht geändert. Und wir brauchen Glas. Dann habe ich jetzt eigentlich alles beisammen. Ja, jetzt müssen nur noch die Zahnräder gegossen werden und dann habe ich alles beisammen. Leck, hör auf, danke. Und natürlich die Stone Bricks brauche ich jetzt noch. Was brauchen die generell? Brauchen Half Slabs. Ja gut, das ist nicht so die Welt. Schmitz durch bitte, danke, danke. Dann habe ich wenigstens schon mal 16. Was war das? Cola. Ach, dein Ernst. Kannst du nicht mal 5 Minuten ohne Cola auskommen? Mm-mm. Ja, dann mute dich wenigstens. So, 8 Zahnräder. Dann ein paar von denen, die werden glaube ich nicht reichen. Dann brauchen wir eine Gearbox, wir brauchen eine Hatch, wir brauchen 2 Valves. Und das war's eigentlich, oder? Jo. Rest brauchen wir nur noch ganz normale Farmblöcke. Ich weiß nur leider nicht auswendig, wie viele. Aber wahrscheinlich viel zu viele. Gut. Dann muss ich jetzt einmal kurz gucken. Multifarm, da ist es. Wo wollen wir die aufbauen? Ich würde die sonst einfach wirklich hier zwischen irgendwie machen. Wie breit wollen wir die Wege machen? Oder so Weg zwischen einzelnen Objekten? 2, 3? Ja, ich würde schon 3 auf jeden Fall. Gut, 3, dann 1, 2, 3, 4. Das heißt, auf dieser Höhe hier wird das Ding gleich gebaut. Dann muss ich 4 nach vorne gehen. Dann würde ich das als Abschluss nehmen. 1, 2, 3, 4. So. Dann kommt jetzt hier der Kasten hin. Warte mal kurz. Ne, wir wollen das ja wahrscheinlich auf gleiche Höhe machen wie den Boden, oder? Oder was meinst du, Mike? Ja, ich würde es auch so machen, eine Ebene. Okay. Dann brauche ich noch ein bisschen Steine. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Ich brauche nochmal 4 Eisen. Um ja genügend. Wofür brauchst du 4 Eisen? Schere. Ach so. Ich kriege Speicheren raus. So, was fehlt? Kupfer fehlt. Okay. Dann schmeiß mal ein bisschen Kupfer rein. Wir haben nämlich nichts mehr an Kupfer. So, pop. So, und so, 2,5 Stacks, dann kriegen wir erstmal wieder ein bisschen Kupfer raus. Dann brauche ich einmal das nicht mehr, aber ich brauche einmal Wasser. Ah, sammel mal dein Zeug hier auf und lass nicht überall rumliegen. Ja, renn zu schnell durch. Ja, merke ich. Gut. Das heißt, auf diese Ebene soll der oberste dann.
Ergo dann 1, 2, 3, 4. Bis dahin muss es runter sein gleich. Yep. Mike, pass auf, ich reiß hier ein paar Steine weg. Wo? Hier hinten hinter der Wassermühle. Achso. Ich wollte schon wieder Windmühle sagen. So. Oh, nicht runterfallen, bitte. So. So. Jetzt bloß nicht runterfallen, meine Güte. Also, ich will jetzt noch wissen, wie viele Stacks ich an Blätter habe. Also, ich brauche noch ein paar mehr. Verdammt. Und ich brauche auch noch deutlich mehr Stonebricks. Naja, wobei, wollen wir Stonebricks nehmen und warten oder wollen wir Sandstein nehmen? Ach nee, normaler Sandstein geht gar nicht. Das heißt, wir müssen Stonebricks. Scheiße. Gut. Ich brauche noch mehr von den Dingern. Ich habe, um genau zu sein, 6 Deckblätter. Mehr nicht? Mach mal hier mehr. Reicht dir wieder nicht, siehst du? Siehst du? Ja. Wusste ich doch. Ich habe genau eine Tube zu viel gemacht. Das ist immer gut geschätzt gewesen. Naja, gut, ich habe eigentlich vollkommen geraten, aber. Die machst letzte du doch immer. Total. So. Erstmal Fackel drauf. Bevor dann. Genau. Dann brauche ich hier jetzt noch eine neue Ebene. Damit ich da laufen kann, auch gegebenenfalls. Wenn du mal so Richtung Monsterfalle da guckst, da Monsterspawn Area da. Was denn mit? Guck mal da rein, wie es da drin wimmelt. Ach, ist das alles voll mit Monstern? Ja. Ach Mann, meine Stimme versagt gerade aber richtig. Und ich will mich nicht räuspern. So. Dann wollen wir jetzt mal hier eine Treppe hochbauen. Die mich hoffentlich nicht abstürzen lässt. So. Ach nee, verdammt, wenn ich so baue, geht das ja gar nicht. Ich muss ja. Auf der Höhe muss ich ja noch ganz normal drunter durchlaufen müssen. Ist jetzt eigentlich ein Halbstep oder ein voller Block? Nee, das ist jetzt ein voller Block. Okay, das heißt. Ich werde erstmal hier so lang gehen. Ja, verdammt, wie komme ich jetzt wieder hoch? Nehme ich den einfachen Weg. So. Dann möchte ich gerne hier. Gut. Hier eine Leiter runterbauen. So. Brauche ich ein bisschen Holz für eine Leiter. Und wahrscheinlich sind wir schon wieder. Ja, 13,5 Minuten und ich habe immer noch nichts geschafft. Ja. Ich glaube, wir sollten doch wieder mit Zeitraffern arbeiten. Oh, ist das nervig gerade. Weil wir schaffen ja wirklich gar nichts in den Folgen momentan. Ja. Ich Mike, du bist einfach zu unproduktiv. Ja, alles deine Schuld. Ja, einer muss ja schuld sein. Ja, du bist eh an allem schuld. Danke. Gut. Vielen also. Dank. Dann brauchen wir jetzt hier einmal einen Anschluss für Strom. Das werde ich, glaube ich, dann einfach hier so machen. Die Gearbox. Das ist Strom. Dann eine Hatch. Oh. Warum nein. Verbindet sich die gerade nicht? Und eine Valve. Hä? Warum? Warum verbindet sich das Ding jetzt nicht? Darf ich da nichts hinbauen? Oder was?
Aha, okay, da darf ich nichts hinbauen. Okay, dann kommt die Gearbox hier hin. Und die Hatch kommt auf die andere Seite. Mike, ich habe hier schon wieder so einen hübschen Weg für dich. Ah, wir sind bei 15 Minuten, verdammt. Aber ich will das gern noch eben zumindest das Grundkonstrukt hier fertig haben. Das ist das, was ich wenigstens heute noch fertig machen will. Wir bräuchten eine Oak Barrel. Oak Barrel? So. Scheiße. So. Hä, wofür brauchen wir noch mehr Oak Barrel? Also. Noch mehr Erde machen. Ach, du kannst da eigentlich auch mittlerweile einen Hopper oben drüber und drunter packen und automatisieren. Kann ich dir nächstes Mal zeigen. So, das Konstrukt steht theoretisch. Das heißt, wir können uns zum nächsten Mal, ja, ich schmeiß jetzt einfach mal ein Stack Kohle hier bei der Eisen rein, dass der Stahl durchgeht. Ach nein, das geht damit gar nicht. Warum nicht? Also, warum geht das nicht mit Kohle? Coal Coke oder? Da muss Charcoal rein. Gut, dann werde ich einfach mal ein Stack Charcoal machen. Auch wenn das extrem verschwenderisch ist für ein Holz, aber wir brauchen es. So. Aber ich möchte jetzt ziemlich ungern die Anlage hier drüben irgendwie verkabeln, nur weil wir keinen Dings haben. Weil wir jetzt nicht das Stahl zusammenkriegen. Gut, aber ich würde sagen, wenn ihr es geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.